Und damit herzlich willkommen zurück zu Going Medieval. Wir haben in den letzten beiden Folgen doch einiges an Schlagkraft bewiesen, sage ich mal. Und mir wurde ans Herz gelegt, mal zu schauen, was ist denn hier los? Hallo? Weil das Wolfsrudel, was hier vorbeizieht. Aber die laufen nur rum, ne? Die greifen jetzt nicht akut an, oder? Also wenn jetzt morgen früh vielleicht einer meiner ach so intelligenten Bewohner vorbeifährt? Ich weiß nicht. Naja, mir wurde nahegelegt, mich mal umzuschauen, was wir hier für Rüstungen haben. Weil anscheinend eine gute Rüstung fallen gelassen worden ist. Wir haben hier nämlich zwei Kettenrüstungen, drei Kettenrüstungen. Was gar nicht so verkehrt sein könnte. Die Rüstung aus Leder, ja, kann man drüber reden. Aber sonst wilder Holzharnisch, wie sind die denn? 0,3% da. Der ist ja Quatsch. Sonst sehe ich gerade, haben alle schon Lederrüst oder Eisenrüstungen bis auf 2, 3 und 7. Oder wie viele sind wir eigentlich schon? 9. Wow. Unser Dorf wächst. 2, 3 und letzter sind, also Henrik, da fehlen noch ein paar Kettenrüstungen. Die können wir aber alle schön nachrüsten. Und das werde ich dann auch mal, wie heißt das nochmal, akut machen. Oh, das ist aber schade. Üppige Mahlzeit wurde zu Kompost. Kann man schlechter haben. Schöner haben, so. Ist auch schön hier alles so, zerstört. Genau, was ich noch machen wollte, ist, auch wenn das jetzt so ein bisschen merkwürdig erscheint, ich möchte hier doch tatsächlich die Felder ein bisschen verkleinern. Mir wurde nämlich auch gesagt, dass die Felder höchstwahrscheinlich groß genug sind. Fürs Erste. Wir schauen einfach mal, sonst kann man ja immer noch jagen gehen. Wenn das wirklich, ich meine, das ist 480, das ist eine ganze Menge. Wir brauchen, glaube ich, 2 pro Tag, wenn es hochkommt. Ich glaube, 2 Mahlzeiten pro Tag. Ja. Kann man jetzt drüber reden, ob das viel ist oder nicht. So. Achso, wir haben... Warte mal, hat er hier auch eine schwach... Ausgezeichnet. Komm, du kriegst eine ausgezeichnet... Nee, du bist... warte. Die hier bitte einmal anziehen. Du bist ja Fernkämpfer. Und sonst... Oh, wir haben sonst auch alle Fernkämpfer. Nur Fernkämpfer, die... Ja... Ja, ist egal. Wir ziehen einfach mal irgendwelche... Ne, schwach wollen wir nicht. Wir haben hier ausgezeichnet. Und Baudry nimmt sich die solide Kettenrüstung mal an. Genau, schauen wir mal. Hat er sie mitgenommen? Nein, verwalten. Jo. Ja, das ist doch schön. Wir haben relativ hochwertige Rüstungen jetzt für alle unsere Kettenrüstungen. Ich denke, das ist okay. Was Helme angeht, bother ich mich jetzt nicht so sehr. Ist okay. Und sonst haben wir hier halt leider eine ganze Menge liegen, was noch gemacht werden muss. Worum sich unsere tapferen kleinen Recken doch so kümmern dürfen. Ja, sonst, also wir lassen die mal hier ein bisschen gärtnern. Das ganze Kram, der hier rumliegt, der muss natürlich auch ins Lager irgendwann. Und deswegen hüte ich mich davor, jetzt irgendwelche neuen Aufgaben zu setzen, weil die haben hiermit eine ganze Menge zu tun. Wir sind noch immer so weit, dass wir alles Transport auf 1 haben und trotzdem liegt das hier überall rum. Also ich weiß, das hängt nicht unbedingt damit zusammen. Das hängt eher damit zusammen, dass ich, ist aber nett von den beiden hier, dass ich eher einen Hang dazu habe, meine Leute absolut zu überfordern. Wo wir gerade dabei sind, Äpfel sind verrottet. Nein. Wo wir gerade dabei sind, Baumaßnahmen. Wie weit sind wir da? Wir haben noch ein bisschen was zu buddeln, eine ganze Menge. Aber ansonsten, was das Bauen an sich angeht, sieht es im Moment ganz gut aus. Ich würde das auch erstmal so lassen, mehr oder weniger. Also klar, ich möchte, dass es hier weitergeht. Ich möchte, dass das hier noch gemacht wird. Alles kein Problem. Oder schon ein Problem, weil die haben so viel zu tun. Wie sieht das eigentlich aus? Hat er hier schon? Hat er schon. Da ist natürlich noch kein Holz hingekommen.
Habe ich auch sehr hoch gemacht, alles klar. Bereich erweitern, einmal bitte groß machen. Danke. Was haben wir noch? Mechanische. Ach so. Oh. Die Händler von Luxusgütern führten manchmal Schwerter aus Toledo und Damaskus, Meilender Rüstungen, ungewöhnliche mechanische Stücke, esoterische Zutaten und in butterweiches Pergament gebundene Bücher mit sich. Diese exklusiven und sorgfältig ausgewählten Gegenstände haben einen hohen Preis. Okay, da können wir mal gucken. Ich meine, es ist natürlich schade, wir haben hier eine ganze Menge Wert liegen. Das ist wirklich viel Wert, was hier liegt. Liegt da aber halt nur, ne? Ist jetzt nichts, was auf dem Boden rumliegt. Nein, also es liegt auf dem Boden rum, aber du weißt, was ich meine. Ich muss gerade überlegen. Ich wollte hier eine Waffen, also einen Holzhersteller bauen. Das heißt, hier könnten wir eigentlich Waffenständer schon mal bauen. Sprach er, nachdem er gerade gesagt hat, ich will die Leute nicht überfordern. Aber es wäre nichts Neues, wenn wir das nicht so machen. Well. Man muss ja alles überfordern. Ich mache mal kurz auf langsam. Das ist Tisch für Holzarbeiten. 1, 2, 3 ist der breit. Den können wir hier hinstellen. Und dann können wir hier nämlich schon anfangen mit den wunderschönen und ach so liebreizenden Waffenständern. Und ich möchte das, glaube ich, so machen diesmal. Das sieht für mich persönlich ein bisschen sauberer aus. Wir können das dann auch bis 2 hier durchziehen. Wie auch immer. Und dann haben wir hier und wir haben dann noch Platz für Werkzeuge irgendwo. Das kriegen wir hin. Vielleicht auch einfach hier hin. Wo auch immer wir das machen werden. Aber dann haben wir da einen Platz für insgesamt 9 mal 3, 27 Waffen. Was gut ist. Aber wir müssen Sungive mal kurz wecken. Da. So, das wollte ich ja eigentlich machen. Ich war zu lange auf dreifacher Geschwindigkeit, muss ich gestehen. Es tut mir leid. Aber die einzige, die darunter leidet, ist Sungive. Basisforschungstisch, das ist auch schön. Ich glaube, den kaufen wir uns nicht. Der ist teuer. Ein großer Forschungstisch, naja. Heilpakete wären natürlich. Was ist das denn? Ketzerkrone. Aha. Das brauchen wir mal wirklich nicht, ne? Aber ein solides Kopftuch haben wir 2 rumliegen, alles klar. Ein paar Lehrbücher könnte man sich kaufen, wenn man denn so, boah, wenn man denn so will. 220 für ein mechanisches Teil. Wanddekoration, die kosten 100? Ach. Kann man die dann? Ja, die könnten. Also ja, klar, natürlich. Hier, guck mal, was das für eine Inflation ist, ne? 86, wenn wir das zurückverkaufen, also kaufen. Na ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Also jetzt nicht wegen der These, das will ich nicht kaufen. Ich habe mir eher gedacht, es wäre natürlich klasse, wenn wir ein paar davon kaufen können, um das aufzustocken. Wir haben aber beileibe nicht den Gegenwert dagegen, also dafür. Wir haben hier ein paar davon, schaffen wir aber nicht. Guck mal, das sind 50, 77, 90, vielleicht lass es mal 140 sein. Schnell gerechnet und schlecht. Und den Rest können wir natürlich nicht verkaufen. Schade. Sungive, ich habe dich mal wieder ohne Sinn aus dem Schlaf gerissen. Das ist doch toll, oder? Da freut man sich. Oh ja, genau. Das nächste. Ja, hier machen wir gerade die Waffen. Das möchte ich eigentlich auch. Ich will mal einmal eine Baustelle, glaube ich, zu Ende bringen. Ich habe gerade so dieses große blaue Viereck gesehen, die große Halle. Das wird noch ein bisschen warten müssen. Denke ich mal. Und ich habe mir auch übrigens überlegt, dass wir das. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, dass wir diese Wand so machen und dass hier dann quasi die Lehrstube ist mit dem Glauben oben drüber. Hier bauen wir dann noch eine zweite. Also diesen Tisch würde ich dann in diesen beiden Räumen unterbringen, so wie wir das hier gemacht haben. Dass wir halt die Lehrbücher hier produzieren und in dem großen Raum kommt dann der dritte rein, also hier Forschung 3, der erweiterte Forschungstisch. Den würde ich dann in diesen Reihen, also in diesen Bereich reinbauen, da dann auch wieder Regale, weil ich habe das Gefühl, davon brauchen wir auch eine ganze Menge. Nicht zu verachten, aber wir haben halt hier noch, wir haben noch Platz. So ist das nicht. Ein bisschen Platz haben wir noch. Macht erstmal nichts aus.
Aber das ist dann hier eine viereckige. Naja, viereckig, ja. Das ist ja auch viereckig. Aber annähernd rechteckiges. Ja, schon fast quadratisch, ich weiß es nicht. Habe ich nicht nachgezählt. Aber so eine Grundfläche gibt. Und dann hier die große Halle. Das Dach möchte ich genauso machen wie das hier, nur dass wir dann halt bis daran gehen. Weißt du, egal, das sehen wir dann. Möchte ich aber jetzt nicht sofort ansetzen. Oder? Nee. Wir haben hier draußen noch eine ganze Menge rumliegen. Ich habe gerade echt drüber nachgedacht. Was macht denn Margret so den ganzen Tag? Wir schauen mal. Margret ist ja eigentlich unsere Baumeisterin. Die wird, also klar, die wird sich darum gleich kümmern. Ne? Denke ich mal. Die läuft jetzt nach draußen, holt ein bisschen Holz und fängt damit dann an. Und sonst, hier sehen wir, so ein Gewehr fängt schon an, zum Lagerplatz zu transportieren. Das ist relativ wichtig. Da würde ich vielleicht sogar sagen, so ein Gewehr, Forschung machen wir mal auf 2. Damit die jetzt erstmal nur transportiert. Weil die Forschung legen wir jetzt erstmal kurz aufs Eis. Ob das gut ist oder nicht, sehen wir, wenn das Licht angeht. So, Margret baut hier einen Waffenständer nach dem nächsten. Ich sortiere hier so weit, dass ich gerne Nahkampf hätte hier. Ist mir gerade eingefallen. Hier haben wir den Fernkampfhaufen. Und, so. Möchte ich, glaube ich, so machen, ne? So. Dass wir hier dann nur Nahkampfwaffen einsortieren. Ob das so alles gut ist, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier viel zu viel Zeug rumliegen haben, was ich gerne alles... Guck mal hier, das hat es leider nicht geschafft. Ja. Die Wege sind ein bisschen lang, glaube ich. Also, korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Das ist relativ weit weg, was sie da laufen müssen. Ob... Ist das ein Problem? Das ist ein Problem, oder? Ich glaube, ja. Ich meine, das Ernten ist schön und gut, aber wenn wir dann hier den hier zum Beispiel sehen, was macht er? Gärtnert. Nimm doch das mit. Ne, der nimmt lieber... Ah, das ist manchmal... Also, die sind mir ein Stück zu hohl. Warum läuft der oben rum? Stimmt, auf gebauten Böden haben die erhöhte Geschwindigkeit. Interessant. Nee, aber er erntet, der Henrik. Ich meine, der ist ein guter. Ne? Da will ich nichts gegen sagen. Der erntet. Und dann ist er damit fertig und geht leeren Händes zurück. Ne? Ich meine, ein guter Kellner läuft nie leer. Aber man könnte theoretisch mal sagen, hier, komm, ich helfe mal ein bisschen mit. Einfach nur, dass wir hier Marjorie auch bitte einmal... Was? Oscar schneidet, okay. Ich habe gerade, der schmiedet, warum? Was tut der denn da? Margaret, du bist auch am Bauen, ich weiß. Aber ich möchte mal gerne hier ein bisschen Transport haben. Da, Henrik, transportier bitte das. Oder such dir irgendetwas, was random auf der Karte liegt. Irgendwo und transportier das bitte. Das ist viel, viel besser als das, was ich dir gesagt habe. Eine gute Entscheidung von dir. Besten Dank. Da wäre ich alleine nicht so drauf gekommen. Niemand hat dir jetzt mitgeholfen. Das ist doch kacke. Die transportieren irgendwas. Das ist schade. Weil Margret nimmt jetzt auch irgendwas, was rumliegt. Und transportiert das. Das ist irgendwie doof. Hä, warum? Warum läuft die? Achso, wir haben hier noch keinen direkten Zugang. Zugang? Möchte ich einen? Früher oder später möchte ich einen haben. Dass wir hier eine Treppe runter. Lieber früh als spät. Ich setze das einfach mal an. Achso, das sind unsere Ziegel, ne? Okay, wir haben noch eine ganze Menge Eisen hier rumliegen. Nein, das ist Salz, das ist kein Eisen. Klar, das rote Salz. Ich habe vergessen. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mikromanagen kann. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, weil wir noch so viel rumliegen haben. Margret ist 27 geworden. Süß. Weil wir hier noch so viel rumliegen haben, dauert das noch einen Moment.
Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich. Ich will nicht alles. Ich will nicht alle Einsen wegnehmen, weißt du? Das wird schwierig, das Mikromanage dann wieder zurück zu zaubern. Das kriege ich nicht hin. Ich möchte gerne, dass hier transportiert wird. Und zwar alles. So schnell wie möglich. Ah, transportiert ihr Leute. Oh, Marjorie musste leider Zeug essen. Ich habe das Gefühl, dass meine Leute alle ein bisschen zu lange Wege haben. Also, ich versuche ja gerade irgendwie rauszufinden, wie ich das hinkriege, dass sie das hier mal transportieren. Weißt du? Und zwar das, was ich denen sage. Die transportieren ja was, das ist ja nichts. Also, nicht, dass da nichts passiert, ne? Guck mal, der hat jetzt 104 Holz dabei. Holst du sich. Und transportiert das, klar. Das ist eine gute Sache, dass sie das transportiert. Klasse. Wir haben viel zu viel Zeug rumliegen. Ja. Ich glaube, ich habe wieder hier auch zu viel Holz gemacht, ne? Da sind sie nämlich auch da die ganze Zeit mit dran. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil, also was heißt verzweifelt? Ich habe ein bisschen Panik davor, dass wir alle verhungern. Was natürlich doof wäre. Ne? Mal hier, Henrik, schon wieder, transportier mal das. Nein, transportier jetzt mal wirklich irgendetwas Essbares. Henrik, kannst du mal etwas Essbares nehmen? Irgendwann mal. Oh, das wäre ja mal so schön. Margret? Margret? Guck mal, kannst du das mal transportieren? Schaffst du das? Nein, natürlich nicht. Na! Oh, die KI ist so doof. Das ist so schade. Sungiwe, kannst du mir bitte das mal transportieren? Oder Oscar? Oder Baudry? Irgendeiner von denen muss doch das mal transportieren. Marjorie? Bitte? Ich weiß, dass ich jetzt vielleicht da ein Fass aufmache, was nicht aufgemacht werden müsste. Ich mache es. Ich mache es leider. Ja. Ich muss es leider machen. Ich gehe dann später nochmal durch. Vielleicht mache ich das tatsächlich nicht in der. So. Ich möchte gerne, dass alle Einsen verschwinden. Da ist noch eine. Wenn ihr noch eine seht, also da, die jagen, ja. So, jetzt bitte alle transportieren. Der schneidet noch. Grillfleisch wurde verrottet. Ja. Oscar. 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 Pflanzen schneiden. Nö. So, jetzt haben wir nämlich alle am Transportieren. Ich finde das. Es ist vielleicht ein bisschen gamey. Nach dem Motto, ich mache das jetzt so. Aber ich bin ein bisschen nervös, was meine Nahrung angeht. Ich möchte nicht, dass es so endet. Weißt du? Ja, ich hoffe, man versteht es. Ich brauche auch irgendwann mal, glaube ich, einen, der wirklich nur transportiert, weil wir haben Bedarf. Definitiv. Ein warmer Ransender. Ja, ein einsamer Reisender. Ne, wir haben Bedarf danach, dass wir wirklich einen haben, der wirklich nur transportiert. Boah, ich muss hier mal ein bisschen. Was ist denn hier los? Wenn du mich fragst. Weil, ja. Oh, der Baum gefällt mir. Das ist schön. Den lassen wir auch stehen. Nee, das war mal wirklich gleich mal gucken, dass wir keine Doppelungen haben. Also Nummer 1 technisch Doppelungen, das wäre nämlich schade. Auch für, okay, für Gärtnern ja, auf jeden Fall, da möchte ich Doppelungen haben. Aber ich wüsste nicht, das ist das Doofe, ich wüsste nicht, wen ich abstellen soll, nur zum Schleppen. Einzige wäre vielleicht Sungewe. Dass wir da Forschungen schleppen, also dass wir die so stehen lassen, wie sie jetzt ist. Tatsächlich. Dass sie.
Behandeln, gesund pflegen und Transport auf 1 hat. Ja, weil hier die zwei Forschungen könnten eigentlich andere besser machen, aber die macht halt eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen. Und der Rest ja Schmieden, dafür haben wir unsere Oise. Ich schau mal, also ich gehe da mal irgendwann durch. Ich glaube, ich nehme euch dafür auch mit, denke ich mal. Jetzt erstmal hier Transport. Bitte einmal alles transportieren, soweit wir haben. Seht ihr, die Nahrung geht auch schon steil bergauf. Apropos, bevor ich das jetzt vergesse, kochen. Marjorie. Okay, du bist unsere Beste. Beatrice, du bist die, die am schnellsten kochen lernen kann. Dich möchte ich gerne. Transport 2. Hausmeister 1, das ist okay. Naja, Hausmeister 2. Warum auch immer, egal. Dich möchte ich gerne kochen lassen. Weil das muss weiterlaufen. Ich möchte auch, dass hier das Verhältnis zwischen Roh- und Mahlzeit mal ein bisschen besser läuft. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinbekommen. Vor allen Dingen jetzt nicht, wenn ich dafür sorge, dass wir tatsächlich mal ein bisschen von dem Zeug, was hier rumliegt, auch ins Lager räumen. Winterkleidung aus Leder wurde zum Kompost. Wir haben eine ganze Menge hier rumstehen, das ist okay. Ach so, wir haben ja auch noch dicke Rüstung, Silberplattenharnisch. Oha! Wo haben wir den denn her? 20%. Große Wirkung auf Bewegungstempo. Okay, lassen wir mal das stehen. Haben wir denn sonst hier noch was? Ne, Rüstung aus Leder. Aus Leder, aus Leder. Winterwollkleidung. Ja. Ich finde es aber gut, dass unsere Gegner sich gedacht haben, dass sie von selber mal verschwinden. So, schau mal. Schau mal einer an. Das ist doch schön so, oder? Oder bin ich der Einzige, der das gerade schön findet, wenn hier ein bisschen aufgeräumt wird? Hier haben wir zu viel Holz. Definitiv. Da gehe ich mal durch. Und sag, dass wir nicht mehr so viel Holz haben wollen. Ist jetzt natürlich das Gameplay, was ihr euch alle gewünscht habt, das geilste überhaupt. Ach, ich habe nicht geguckt, was die zum Verkauf anbieten, aber egal. Wir haben gerade andere Problemchen. So. So. Ich wünschte mir, dass das einfacher. Oder geht das so einfacher? Nein. Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch so funktionieren? Das ist sehr schade. Auch wenn ich draufklicke, hier steht ja dann X und wenn ich X drücke, tut's nicht. Das ist sehr schön. Ich habe mich da ein bisschen verschätzt, wie viel Holz wir da haben. So, einmal das. Oh, apropos, wie ich es gerade sehe. Ich habe mich erinnert. Entschuldigung, falls ich jemanden jetzt erschreckt haben sollte. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Oh, Schilder. Ich möchte, glaube ich, Schilder und Nahkampfwaffen. Zip, zip, zip. Auch niedrig auch nicht, ne? Sehr hoch, bitte. Seht ihr, dass das eigentlich schon voll ist? Das ist eine super Sache. Man könnte überlegen, dass man eventuell so Überlauflager unterirdisch macht, aber ich glaube, das würde mir persönlich zu weit gehen. Das Lager ist voll, ne? Wir haben hier noch 3, 6, 9, 10 Plätze haben wir noch frei. Schön. Das Lager ist fast voll. Ne, wo war ich? Oh Gott. Wer hat das denn gemacht? ja. Wir gehen hier einfach mal weiter. Ihr habt mir gesagt, ihr wollt ungeschnitten haben, deswegen bleiben wir dabei. Ne, das ist ein bisschen viel Holz. Ich sehe es selber ein. Aber das ist so eine Art. Ich weiß nicht, ich habe das bei RimWorld genauso gehabt, dass ich teilweise einfach an irgendeinem Punkt bin ich dann übermütig und denke mir, ach ja. Weißt du? Das geht ja schon. Das geht schon gut. Und irgendwann kommt dann das dicke Ende, wo es dann nicht mehr gut geht. Okay. Es kommt, Dorfbewohner sind erschöpft und alle sind am Schlafen. Ein wenig merkwürdig.
Ich muss gleich mal schauen, wie unser Zweigelager aussieht. Ich glaube, nicht so geil. Aber, naja, wir haben in dieser Folge nicht so viel geschafft, wie ich gewünscht hätte. Oder wie ich mir gewünscht hätte. Hauptsächlich, ja, weil niemand mitmacht, ne? Weißt du, meine Leute, die sitzen hier auf Kost und Logis. Nein, die hätten ja mal ein bisschen mehr tragen können. Obwohl, ich bin mir... Ich mache das zwischen den Folgen. Ich mache das so, dass ich wirklich Transport, Behandeln und Gesund pflegen, wo es sinnvoll ist, auf 1 lasse. Und dann mache ich auf 2 das, was die Hauptfähigkeit ist. Und dann... Also, dass ich dann halt... Ich kann ja mal eben kurz zeigen, wie ich das machen will. Zum Beispiel hier. Wir haben Jagen kann ja auf 4. Bau ist 2. Das ist die Hauptaufgabe neben Transport. Anpflanzen soll sie nicht, ernten soll sie nicht. Tierhaltung lassen wir mal auf 3. Genau wie Bergbau. Pflanzen schneiden, ja, eigentlich nicht. Kochen überhaupt nicht. Bitte, du kannst das nicht. Du machst nur kaputt. Genau wie anfertigen, da müssen wir mal gucken. Ich wollte ja Duncan hochziehen zum Beispiel. So. Genau, das war dann hier, schmieden soll sie nicht, Zimmerhandwerk kann sie gerne mitmachen, weil sie da sehr gut ist. Was haben wir da, Tisch für Holzarbeiten, Bogenbauertisch, ja, kann man lassen. Schneidern soll sie nicht machen, Forschung lassen wir auf 3. Weißt du, dass wir das so machen, ne? Ich kann, ach, weißt du was, wir machen das einfach so, wir gehen das nochmal einfach durch. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, wir sind dann eh am Ende der Folge, denke ich, gehen wir da einmal mal durch. Ist im Prinzip nach Farben sortieren. Ne? So hier, Bau soll er nicht, Tierhaltung soll er nicht, anfertigen auf keinen Fall. Warte mal, ich mache das einfach mal so. Diese Sachen hier, alles was sie nicht können, mache ich schon mal. Oh, das kannst du endlich. Ich will hier keine Doppelung haben in diesem Viererblock. Wir machen das mal so. Ich glaube, das ist am sinnigsten. Duncan auch ein guter Forscher, theoretisch. Ich möchte, um meinen Faden wieder aufzusammeln, in diesem Bereich keine Doppelung haben. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal erstmal alles auf 5. Deswegen also nur mal diesen Viererblock. So Givir bleibt einfach Forschung, das ist gesetzt. Und dann sehen wir, Forschung, Sungive ist die 2. Hier haben wir eine 2 für Baudry und eine 3 für Margret. Ist okay. Forschung haben wir eh nur einen Tisch, das heißt, die können nicht doppelt laufen. Schneidern haben wir auch nur einen Tisch. Da lasse ich, eigentlich Oscar. Der hat aber so viel andere Sachen zu tun, das wissen wir jetzt schon. Das heißt, Henrik ist unser neuer Schneidermeister. Meister ist ja übertrieben, aber Oscar soll es nicht mehr machen. Also, ne? Also haben wir jetzt einen Forscher, wir haben Schneider, Zimmerhandwerk, da sagen wir, Margret macht das, also Tisch für Holzarbeiten und Bogenbauer. Fürs Erste, falls wir eventuell noch jemanden haben mit 2 Sternen, wird sie abgelöst. Genau das gleiche mit Schmieden, da sagen wir, Sungive macht das, auch auf 2. 2 ist das höchste neben Transportieren. Da haben wir diesen Block abgekaspert in dem Sinne. Wir haben einen, der schmiedet, einen, der Zimmerhand macht, Zimmerhandwerk. Wir haben, ja, der ist halt schon gut da drin, aber Henrik wird auch noch gut sein. Jemanden, der schneidert und ein paar, die forschen. Wie gesagt, Forschung ist nicht das Problem. Anfertigen ignorieren wir, kochen. Ich mache mal eben auf Pause, weil jetzt werde ich alles kaputt machen. So. Ich weiß nicht. Also, ich gehe es. Obwohl. Brauche ich eigentlich nicht so hart durchgehen. Hier können wir 4 reinmachen. Hier auf jeden Fall 2. So, Tierhaltung. Ich weiß noch nicht genau, was Tierhaltung macht. Pflegen, verwerten. Okay, Metzgern wahrscheinlich in die Richtung. Machen wir mal so. Die Tierhaltung wäre theoretisch Margret dafür,
Verwerten der Ressourcen. Ich weiß nicht genau, wo wir das machen. Lassen wir mal so gucken, wenn irgendwas kaputt geht, wissen wir Bescheid. Baudry und Oscar lassen wir beide anpflanzen, ernten, Pflanzen schneiden, kochen. Okay, interessant. Nicht kochen, nicht wirklich. Bergbau gar nicht, Tierhaltung gar nicht. Ne? Bau auch nicht. Möchte ich nicht. Jagen, ja. Wir machen Jagen mal bei. Okay, wir haben hier zwei, die extrem gut da drin werden. Die beiden auf vier. Ist okay, die werden eh nicht. Komm, wir machen so. Wir brauchen nicht so viele Jäger. Hier, also das sind die beiden, die anpflanzen mit Oise zusammen. Das heißt, Bau nur bedingt. Tierhaltung gar nicht. Die hat extrem viele Fähigkeiten. Die Ois fällt mir gerade so auf. Die macht viel. Bergbau nehme ich auch mal eins. Obwohl nur die. Ne, nehme ich einen zurück. So. Ich meine, das ist schön mit den Einsen und so weiter, aber ich möchte abgestuft arbeiten. Ich glaube, das ist ja klar geworden. Das heißt. Beatrice hat überhaupt nichts außer Kochen. Nicht gut. Bergbau 3. Ernten 4, 4, 4, 4 bitte. Kochen 1 auf jeden Fall. Anfertigen machen wir auch mal eine 5. Das wirst du nie machen. Hausmeistern ist okay. Jagen 2, Bau 3, Anpflanzen 3, Ernten 3, Tierhaltung 5, 3, 3, 4. Ja, machen wir einfach so. Schmieden haben wir. So. Damit ist es, glaube ich, mehr oder weniger soweit besser. Wir schauen noch mal durch. Jagen haben wir Marjorie und Oise, die das machen werden. Bau ist hauptsächlich Margret unterwegs, wird von Sungive und Marjorie unterstützt. Und Duncan im Fall der Fälle, tu mal weg, brauchen wir nicht. Also sind wir da zu dritt, die bauen, anpflanzen. Oise, Baudry und Oscar, genau wie Ernten und Pflanzen schneiden. Tierhaltung, wie gesagt, weiß ich nicht, was das ist. Ich mache hier mal eine 2 raus, weil die wenig Zweien hat. Margret, Bergbau, Duncan, die 2 mit Sungive, unterstützend andere Teilnehmer. Pflanzen schneiden haben wir, kochen definitiv die Beatrice. Da haben wir auch Transport auf 2 gemacht, damit sie sich darum kümmert. Anfertigen sind alle. Katastrophe brauchen wir nicht. Schmieden haben wir Sungive. Zimmerhandwerk ist Margret unterwegs. Schneidern haben wir Oscar nicht mehr. Wir haben abgelöst durch Henrik. Und Forschung so ein bisschen Baudry, so ein bisschen Sungive. Und das wär's soweit. Wir schauen mal, ob das soweit klappt. Ob wir das einigermaßen hinkriegen so. Ich bin ja mal gespannt, ob ich das Dorf jetzt dem Untergang geweiht habe oder ob ich mit diesen, was waren das jetzt, 5 Minuten Rollenverteilung, wie es da so wird. Ich persönlich, also nochmal so kurz, ich finde es halt relativ wichtig. Ich finde es schade, wenn so viel Items rumliegen, weil wir haben da, also nur um meine Denke ein bisschen nachzugeben, wir haben da Energie reingesetzt, die abzubauen. Wir haben die Energie reingesetzt, das dahin, also anzubauen, abzubauen, die liegt da und man müsste das nur noch aufsammeln. Und das finde ich schade, dass das nicht passiert ist. Ich meine, man kann darüber reden, ob das bei Zweigen zum Beispiel so sinnvoll ist, aber wenn man sich hier mal anschaut, ja, es ist sinnvoll. Also hier kommen noch eine ganze Menge Zweige dazu, hier liegen überall Zweige rum, von daher wird das noch einiges werden. Aber es sah hier schon mal viel schlimmer aus. Deswegen, ja, wir werden sehen. Toll. Ich wollte gerade Pause machen. Hagelsturm. Eine eisige Brise kündigt einen heftigen Hagelsturm an. Die Siedler von Hundertora zittern unruhig und suchten eilends Schutz, während sich das heftige Geprassel verstärkte. Sobald der Sturm vorüber war, kamen sie heraus, um zu sehen, welche Feldfrüchte und ungeschützten Ressourcen übrig geblieben waren. Ja, bevor ich auf OK drücke, ist die Folge vorbei. Ich nehme noch eine auf und wir sehen uns ja, in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Dasein, danke fürs Mitmachen und natürlich am besten natürlich danke fürs Zusehen und
Ich sage es ja nicht so häufig, aber ich sehe, oder es wird mir viel bedeuten, wenn ihr mir ein Abo dalasst oder ein Like, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Bis dahin, schön, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Ciao.